So, liebe Zuschauer, hier sind wir wieder zurück bei Algar und Witschlei. So, wir wollen ja auch mal weitermachen. So, ich habe mich ein bisschen umgezogen, beziehungsweise meine Hexe hier. Ein bisschen sommerlicher, ist ja warm draußen. Wir haben Sommer, Tag 19. So, da dachte ich, wir machen es ein bisschen luftiger, weil bei der Arbeit hier, ne, kann man schon mal schnell ins Schwitzen kommen. Autsch, genau. Und da wollen wir uns ein bisschen das leichter machen mit den Klamotten zumindest. So, guck mal, wie es draußen aussieht. So, oh je, wir haben hier eine ganze Schneckenplage inzwischen. Plop, hallo, Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3 und dann Nummer 1 bis 17 hier noch, was hier noch rumkraucht. Hinten ist auch noch eine, also richtig viel jetzt geworden, keine Ahnung. So, aber es ist alles schön am Blühen und die Bäume sind groß geworden hier. Wahnsinn. Also das sieht ja schon schön aus, wenn man so an die ersten Runden denkt hier von dem Spiel, hatte ich die schon. Weiß nicht, ist ja so lang, hier ist auch noch einer. Ist was los jetzt inzwischen? Und hier wird der Boden so richtig grün und es breitet sich immer mehr aus. Sehr schön, sehr schön. Auch du. Hier haben wir jetzt auch grüne Erde. Also es wird immer besser hier. Wer ist so ein weißes Ding? Hallo? Kaninchen? Hallo? Hallo, hallo, hallo? Oh, du bist ein Kaninchen. Wo bist du denn? Das ist ja nur noch so ein Wollhäufchen, ist das. Kaninchen. Wir haben jetzt ein Kaninchen angelockt. Und Schnecken. Ja, alles, was uns das Gemüse wegfrisst. Danke. Hier ist ja noch eins, oder? Nee, hab ich verguckt. Das ist das eine. Nee, das kann anscheinend sehr schnell rumhoppeln. Ich bin das Tempo von den Schnecken gewöhnt. Okay. Ja, dann futtern wir aber nicht die Tomaten weg hier und so, ne? Die eine Zwiebel, die wir haben. Ah, habe ich nur eine Zwiebel gepflanzt, ey. Ach, das dauert auch noch. Das dauert auch noch alles. So, Schnecki, euch habe ich wahrscheinlich alle schon. Ich brauche ein Schneckenhaus. Das hilft alles nichts. So, hier habe ich jetzt noch mal so eine Pergola angebracht und einen Zaun. Damit wir hier so einen kleinen festen Eingangsbereich haben. Und hier wird dann auch noch mal eine Rose lang wachsen. Sieht das ein bisschen schöner aus. Ich hoffe, die kommt noch bis zum Winter durch hier. Und wächst. Wie sieht es hier aus? Was ist mit der? Das dauert noch ein bisschen, bis wir eine Sonnenblume kriegen. Sie sehen aus wie eine Sonne mit einem schwarzen Loch. Das ist sehr poetisch geschrieben, ja. Was wirst du denn eigentlich mal? Ein Eichenbaum? Im Ernst? Die wachsen immer zuerst Laub und dann der Stamm. Ist auch interessant. Dann wird das... Der Orangenbaum wird auch ewig. Okay, ich glaube nicht, dass der bis zum Winter das noch schafft. So, der sieht hier auf jeden Fall groß. Die Eiche hier. Wow, okay. Hier ist eine neue Tanne gewachsen. Ist jetzt auch groß geworden. Das heißt, ist auch gut für uns. Wir haben dann mehr Holz. Weil das ist ja auch immer so ein Problem mit den Ressourcen hier. Dann ist ja immer noch das eine Häschen, habe ich jetzt mehr auch hier. Keine Ahnung. Okay. Oh, das ist ja knuffig hier. Ja. Sowas. So, dann können wir mal ein bisschen hier was wegschrauben hier von dem ganzen Weizen noch. Den drängen wir jetzt immer weiter zurück hier. So, streng dich an, du bist jetzt luftig angezogen. Du kannst den Höschen drunter an. Das ist schon ein bisschen komisch aus hier. So, einen Hasen haben wir jetzt. Dann mal rein hier. Ab in den Komposter. So, das haben wir noch irgendein Zeug. Da komme ich schon mal erstmal auch da rein. Macht eigentlich auch keinen Sinn. Das nehmen wir noch mal kurz mit. Und wenn den noch verteilen, dann kann ein bisschen Kompost hier auf die neue Rose, die ich da gepflanzt habe. Ja, die hat noch so keine Erde abbekommen. So, hier ist auch alles grün mittlerweile. Ich sehe hier so richtig riesen viel Löwenzahn hat sich angesammelt. So, das wächst auch noch. Ach, hier haben jetzt Dämonen, ist da. Sehr schön. Das sieht doch cool aus. Ja, der ist auch schon. Ja. Das ist immer so eine Entscheidung. Willst du die Blüten oder willst du die Samen haben? Es gibt nicht beides. Du liebst ja einfach so lassen, blühen lassen, ne? Kann man ja auch machen. Sojabohnen. Okay. Ich dachte, die ranken irgendwie. Rosmarin sind auch immer schön aus. Nur wenn ich den wegmache, dann ist er weg. Dann wächst hier nichts mehr. Das ist immer ein bisschen schade. Komm, wir machen einmal eine Mohnblüte. Wird bestimmt ja für irgendwas gut sein. So, ich hatte noch irgendeinen Samen dabei gerade. Nee, okay. Dann können wir mal gucken. Was mache ich mit der Mohnblüte wohl? Bestimmt auch irgendein Rezept für. Hier mal auch nochmal Mohn. So, wächst hier noch. Das sind auch Rosen. Ah, die haben keinen Randgitter, ne? Deshalb bleiben die so klein.
Okay, und hier haben wir auch nochmal Mohn. Das sieht eigentlich schon schön aus, da. Ja, Mohnkapseln wahrscheinlich eher für mich was, ne? Gut, lassen wir es mal wachsen. So, was machen die Bienchen hier? Oh shit, ich habe den Sonnenblumenlapp jetzt abgeschnitten. Ich wollte eigentlich hier dran. Ja, okay. Ja, wir haben sehr viel Honig jetzt immer jeden Tag, weil die Bienen hier sehr viel Blüten haben anscheinend. Mist. Naja, vielleicht wächst sie ja nochmal. Das dauert aber jetzt. Naja. Dafür habe ich jetzt ein tolles Sonnenblumenblatt. Was mache ich denn damit jetzt? Was kann man damit jetzt machen? Das muss einen Sinn haben, sonst wird es das nicht einzeln geben, vermute ich doch mal. Ich weiß nicht. Hier haben wir einen gefallenen Stern, ja. Die findet man nachts hier. Da habe ich jetzt schon den zweiten gefunden. Die ploppt dann einfach hier so vom Himmel. Tomaten haben wir auch nochmal. Die können wir verkaufen. Quietscht so lustig hier. So ein altes Gartentor. Plopp. Die können sie allerdings auch die Schnecken verfüttern. Nur dann haben wir noch mehr von denen hier rumkriechen. Oh, komm, na gut. Ich bin ja nicht so. Und Klee können wir ihnen geben. So, die Tomate muss ich aber alle teilen, Jungs und Mädels. So, ich gehe mal jetzt erstmal in den Ort, damit wir ein bisschen Knete wieder kriegen aus unserer Sonnenkiste. Wächst hier. Löwenzahn. Ah, okay. Ah, wo ich gerade das Wasser sehe, kann ich hier auch nochmal gießen. Blim, blom, blom. Das mit den Blumen, die hier Krach machen, das finde ich schon eine coole Idee. Ja, gießen wir den auch. Hier ist nur, hier wächst sonst nichts, was wir gebrauchen können, oder? Da wächst ja heimlich in irgendeiner Ecke plötzlich hier was. Hier ist ein Baum neuer, das ist gut. Dann haben wir aber Holz. Das hier ist vertrocknet. Kann man das nicht wegmachen kann hier? Nee. Ein komischer Busch da. Ups. Hier lang. Hallo, hier kommt die freundliche Hexe mit der Axt. Ja, okay. So, Tin. Sieht's bei der aus? Was macht denn dieser komische Roboter hier? Fliegt er jetzt hier irgendwo rum? Oder was? Diese Drohne? Was ist die denn überhaupt? Hallo, Tachchen. Hey. Ich habe ein Geschenk für dich. Ah ja, die mochte doch irgendwas davon, oder? Feenstaub? Was ist das? Plus 100. Hey, wow, schön. Yo. Gut, das solltet ihr jetzt wissen. So. Jetzt brauche ich eigentlich nichts. Das ist alles dieses normale Silberzeug. Das kennen wir alles schon. Asche, Glas, weiß ich nicht, ob ich das brauche. Eigentlich nicht. So, zumindest habe ich jetzt den Freundschaftslevel erhöht. Wie sind wir denn da jetzt eigentlich? Tin sind wir jetzt auf 4. Aha. Was immer mir das dran bringt. May sind wir auf 2. Und der Rest ist eher so. Ja, aber mit denen haben wir auch nichts zu tun, muss man sagen. Außer den Leuten, wo du was kaufst, ne? Das ist eigentlich komplett Wumper, finde ich jetzt. Und das ist ein bisschen schade. Diese NPCs sind eigentlich nur so Zierde, habe ich so das Gefühl hier. Außer du musst das von denen kaufen. Dann ist ja okay. Ah, hier wird gearbeitet. Sehr schön. Blam, 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 blam. Oh, okay. Die Brennnessel hat viel Geld gebracht. Ich dachte, ich verkaufe mal sowas. Mal auch so eine Wachskerze bringe ich auch 38. Auch nicht übel. Aber mit Brennnesselsuppen kann man ganz gut Geld verdienen. Kompost natürlich auch. Kuchenstücke lohnt sich eigentlich nicht zu verkaufen. Ich wollte mal ausprobieren. Ja, okay. Komm, ich verkaufe nochmal ein paar Tomaten hier. Habe ich davon was? Nee. So. Ich weiß nicht, was man damit macht jetzt. Dieses Eisenerz. Keine Ahnung. Hier haben wir so eine Blüte. Die können wir auch noch verdicken. Und verkaufen auch mal. Ich weiß nicht, was ich jetzt erstmal machen soll. Momentan nichts. So, hast du noch irgendwas Interessantes an Samen, die ich brauche? Wir müssen doch vielleicht nochmal eine Ziegel kaufen und eine zweite. Also den Rest haben wir eigentlich, glaube ich, alles. Irgendwo hatte ich, glaube ich, auch mal Weintrauben gesät. Ich kann mich nur nicht mehr erinnern. Knoblauch? Hatte ich mal Knoblauch gepflanzt? Komm, brauchen wir bestimmt für irgendwas mal. Kamille und Tralala habe ich alles. Und ansonsten, ja. Wir brauchen einfach nochmal 500 Gold. Ja, 500 Gold brauchen wir. Na gut, hier können wir eigentlich nichts hin machen. Wir könnten hier nochmal am Strand gucken, ob es nochmal Sand gibt. Dann kann man eigentlich auch immer ganz lukrativ verkaufen. Ja. Bisschen was. So, und dann wollte ich eigentlich auch nochmal gucken, ob wir mit unserem Keller da nochmal weiter mit diesem Teleporter kommen irgendwo. Flip, flip. Sonst was? Nee.
Nö. Hier ist auch nichts mehr in der Auslage. Das war ja lustig, das Fest. Einfach kann man einfach alles abstauben und dann haut man damit ab. Sehr schön. Hallöchen. Ach, Bedienung. Ach, hier kriegt man ja nichts. Naja. Was kann ich für dich tun? Habe ich ein Geschenk? Keine Ahnung. Ich weiß ja auch immer noch nicht, was die überhaupt mag. Ja, ich mag es auch ein Stück Kuchen. Ich meine, die backt ja auch gern. Bin nett von dir, danke. 10. Das war wurscht jetzt. So, der Kühlschrank. Den haben wir zwar geklaut, aber ist trotzdem wieder da. Dann holen wir uns mal unsere tägliche Portion hier ab. Zack, das baut ja auch jeden Tag neu. Dazu geplant ist, weiß ich auch nicht. Aber das passiert nur mal. Dann nehmen wir das auch so an. So, sonst brauchen wir hier nichts, ne? Das Kochen, Backen. Aber wir können jetzt Mohnbrötchen machen. Mit einer Mohnblüte? Mohnsamenschoten, Sauerteig und Teig. Aber es bringt eigentlich nichts. Da kriegen wir 8 und 15. Ich weiß nicht. Manche Sachen. Da hast du sehr viel Aufwand. Muffin. Aber die bringen gar nicht so wirklich viel. Vielleicht ist es ja gut, wenn man den verkauft, dieses Mohnbrötchen. Dann kriegen wir vielleicht viel. Wenn ich bedenke, dass uns bei Bäcker Mohnbrötchen. Mohnbrötchen sich kosten. Kann mir ein ganzes Brot kaufen. Und dann sind wir noch so kleine, hast du gerade mal eine Faust voll. So, Dachchen. So, okay. Ich möchte einfach nur als nächstes so ein Schneckenhaus kaufen. Das ist eigentlich erstmal alles. Und ansonsten gucken wir weiter. Wir müssen bestimmt noch mal in die Minen, weil wir sollen ja noch ein Artefakt finden. Ich denke mal, das werden wir da finden. Was hat hier nochmal? Hühnerstall kann ich jetzt kaufen. Okay. Ich habe gar keine Hühner. 1500 kostet das. Ein Froschhaus? Warum habe ich jetzt so viele Sachen? Hä? Okay. Wahrscheinlich wegen dem Freundschaftslevel oder was? Dreieckiges Hochbeet. Oh. Hochbeet 2, Hochbeet 3. 30. Wenn man wüsste, wo der Unterschied hier ist. Ist das länger, größer, höher? Keine Ahnung. Sechseckig, ein Froschhaus. Wo kriege ich denn das her? Ich meine, wofür kriege ich, wo kriege ich eigentlich die Frösche? Ich habe jetzt einen Hasen. Wo kriege ich denn einen Hasenstall eigentlich hier, Freunde? Ich meine, okay. Ja, dann mach's gut. Ja, da müsste ich vielleicht mal Honig schenken. Ich glaube, da steht die drauf. Ah, der ist fort. Okay. Ich habe schon. Der Laden schon zu hier? Das sind Arbeitszeiten, Leute. Ja. Ja. Achso, das Ding hier ist wieder. Ja. Ja. Lohnt sich momentan so nichts weiter zu verkaufen. Also aus den Mohnblüten machen wir Mohnbrötchen. Okay. Tinsel noch da, aber der haben wir schon was geschenkt. Was Neues hat sie nicht zu verkaufen. Gut, dann gehen wir wieder zurück. In unsere kleine Bude hier. Blam, blam. So, unseren kleinen Schneckenhort. Wie wächst denn diese Rose da, sag mal? Oh, okay. Leider kann man die nicht beschneiden hier. Dann sieht das hier noch ein bisschen anders aus. So. Kompost. Aber ja, einiges. Das kommt auch nochmal neu. Den könnte man dann also beim nächsten Mal auch verkaufen. So, was habe ich noch an Samen gekauft? Knoblauch und Zwiebeln. So, wo können wir den noch hier reinsetzen? Habe ich noch irgendwo Platz hier? Ist mittlerweile, ich möchte nicht so viele neue Felder mal anlegen. Dann hast du nämlich das Problem, du musst ja auch natürlich alle gießen und düngen. Und da geht auch Zeit drauf. Komm, machen wir lieber hier. Hier sieht die Erde schön grün aus. Die mögen sich auch, die Pflanzen hier. Ist grün. Bombs. So. Voller Knoblauchfeld hier. Hier sind Steine. Hier hieß das Hasilein. Hallo. Miep, miep, miep. Warte mal, wir können doch das uns angucken. Ne? So, Piepserchen. Komm mal her. Kaninchen. Was sind wir denn? Hier. Den nicht gießen. Das Kaninchen nicht gießen. Hallo, bleib hier. Kaninchen. Gras, Karotten, Kaninchenfutter. Gras. Es gibt Fellbüschel. Oder wie? Stark und flauschig.
Okay. Gras. Ja, Gras habe ich eigentlich nirgends hier, oder? Habe ich nirgendwo Gras. Das ist eher selten geworden hier. Ja. Müssen wir mal wieder hier die Berge hoch. Oh, da oben sind auch die Erdbeeren wieder am Locken. Das ist also hauptsächlich Löwenzahn, und hier wächst aber kein Gras. Also wenn ich hier das Kaninchen noch mit Gras füttere, ist ja glaube ich ein bisschen besser für uns. Dann bleibt das auch und holt nicht wieder ab. Und hier waren wir schon dahinter, oder? Ist ja oft so, dass hinter den Wasserfällen irgendwas ist. Nee, hier war ich noch gar nicht. Ich bin gerade erst auf die Idee gekommen. Ich dachte, die waren hier schon. Hä? Das ist neu gespawnt. Kann auch sein. Sammlungskerne. Oh, oh, oh. Okay, das ist dann neu gespawnt. Hier waren wir dann schon mal. Ist doch immer hinterm Wasserfall sowas. Das ist eine komische Höhle hier. Okay. Paddel, paddel, paddel. Man schwimmt echt wie so ein kleiner Hund. Aber ja. Na gut. Paddel, paddel. Sehr interessant. Das sieht aus. Sehr interessante Schwimmtechnik, ja. Dann müssten wir die noch schnell einsäen, bevor der Winter kommt. Kann man die hier abpacken? Nee, die sind zu hart. Hier ist Gras, oder? Nee. Kann ich nicht abernten. Bin hier runtergefallen. Ist hier irgendwas? Nö. Ist ja normal. Jetzt zu kurze Beine einfach. So. La 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 la. Knuffig sieht's ja aus, ne? So. Was haben wir denn? Ah, hier habe ich Klee. Zack. Dann können wir die Kaninchen, die Schnecken füttern oder irgendwas davon. Sternenriesen Dingensbummens haben wir da wieder. Hier alles. Keine Ahnung. Irgendwas Wildes. Nochmal Klee. Das hier. Nee, doch kein Gras. Süßblatt. Hier nochmal Erdbeeren. Zack, zack. Klee. Nee, irgendwo Gras. Was ist da unten noch? Ein reines Herz. Da auch. Brennnesseln. Da sind noch viele Blätter. Ah. Hier war auch eine Truhe mal, ne? Die ist aber nicht mehr aufgetaucht. Gut. Dann haben wir alles hier, ne? Hier oben. Irgendwo eine Truhe versteckt, die wir gesehen haben. Man weiß ja hier nie, ne? Ist hier nur irgendwas? Ah ne, da kommt man nur von oben da unten rein. Wow! Yo! Warum nicht? Wir können auch Bungee Jumping nichts hier machen. Wir haben noch ein Seil da oben fest und dann geht's los. Nee. Wie alles machen mit unserer armen Hexe hier. So, hier, ah, die Schnecken pennen schon. Was ist ein Zeichen? Es ist spät. Was ist mit der Zwiebel? Die ist immer noch nicht fertig. Oh. Nee. So. Dann könnten wir hier einen Klee da reinballern. Dann ist der schon mal weg. Ja, Gras haben wir da nicht. Warte mal. Machen wir das mal so. Dann können wir hier mal was essen. Und nochmal eine Sonnenblume irgendwo pflanzen. Die sehen ja auch immer schön aus. Und hier hinter noch eine. Hier ist ja schon alles voll mittlerweile. Ah, die sind gewachsen. Hier können wir noch eine hinsetzen. Hier wächst schon wieder ein Baum. Hm. Hier noch? Ne. Ich snap hier mal ein. Und hier noch dahin. So. So, na komm, wir gehen mal in die Bude rein hier. So. Keller. So, kann man hier noch. Komme ich jetzt hier irgendwo zufällig hin oder an denselben Ort, wo schon mal war, ist jetzt die Frage.
Da ist der Feenwald, ist zu Hause, ist klar. Und das hier ist jetzt irgendwas. Wo landen wir dann da? Aha, hier wieder. Huch. Das haben wir ja schon. Ich jetzt einfach da durch. Upsi. Hoppa. Wo sind wir denn jetzt? Ich glaube, hier war ich noch nicht. Da ist eine Truhe. Hä? Okay. Das hat hier so eine Art Stonehenge fortgeschritten. Oh, hier ist eine Truhe. Wir haben jetzt Monddiamant-Spiel-Rezept. Okay. Und ganz viele Sternkristalle. Es ist halt, ob ein ganzes Universum darin wäre. Aha. Wir können anscheinend jetzt selber einen Spiegel bauen. Vermutlich mit Glas. Vermute ich doch hier. So. Hier liegen Bretter rum oder was? Da ist auch nochmal eine Truhe. Kriegst du eigentlich diese Welten hier anscheinend nur dazu da, dass du hier Rezepte sammelst? Wie blöd. Kann ich die abbauen? Nö. Schade. Bist du? Dunkler Beistellstich und lila Vorhänge. Endlich. Okay. Lila Vorhänge. Na, ich hätte gerne eine andere Farbe gehabt, aber gut, man kann nicht alles haben. Ach, Kalkstein? Jo, Kalksteinpulver. Wofür immer man das braucht. Wir werden es rausfinden. Okay. Ich finde dann also Kalkstein. Uff. Wir brauchen aber nicht viel Energie hier, muss ich sagen. Nur einen Punkt bisher. Hm. Das kann man nicht abbauen. So. Hier diese Brettchen da auch nicht, ne? Ja. Nee. Hm. Okay. Ist hier noch irgendwo was? Möchte hin? Nee. Hier ist ja noch eine Truhe. War die eben schon da? Bernstein. Hol dir doch mal auf. Juhu! 10 Bernstein! Okay. Spannend. Uff. Ja. Oh, nochmal, komm. Den lustigen Gesichtsausdruck da beim Hacken. Okay, wir hacken hier Kalkstein. Hier sind eine fleißige Hexe. So, hier ist noch eine Truhe. Ach du Mühe. Und ganz viel Kalkstein. Ja gut, wir nehmen das mal alles mit. Wer weiß, ob wir da nochmal überhaupt hier hinkommen und den irgendwann mal brauchen für irgendwas noch. Das geht nicht. Nicht mit der Axt. Gut. Was haben wir hier? Ein Nachtwächer-Bücherregal und ein dreieckiges Gerät. Haben wir nicht schon ein dreieckiges Gerät oder was? Ein viereckiges Gerät? Auf jeden Fall irgendein Gerät habe ich schon. Uff, keine Ahnung, wofür man das braucht. Vielleicht für irgendein Rätsel oder sowas später. Oder als Maschinenteil oder so. Keine Ahnung. Der Stein war gefährlich. Wenn ich mir die auf die Birne fällt, bin ich Matsch. Oh, hier ist so nichts mehr. Hier für eine komische Welt. Hm. Wir sind jetzt hier überall gewesen, oder? Kann ja auch gar nicht überall hin. Hm. Da komme ich nicht hoch. Oder? Hm. Repariert kann man auch nichts. Und ob man hier hochkommt irgendwie. Naja, da kann ich auch nicht diese Felsen hoch. Nee. Sie können hier nur rumrennen. In dieser Felsenlandschaft. Okay. Dafür haben wir einige neue Sachen jetzt gefunden. Truhen und vor allem. So. Nee. Hier ist dann auch nichts. Merkwürdig. Ja, gut. Dann können wir auch hier abhauen. Und schon gibt es ja auch nichts mehr zu holen. Interessant. So.
Oh. Ja, na gut, komm, ist schon spät. Gehen wir ab nach Hause. Uff, uff. Hier sieht man ja auch nichts. Zum ersten Stock, bitte. So, danke. Hier sieht es ja auch aus. Hier muss ich irgendwann mal aufräumen. Plopp. So, hier sind wir ja mit unserer riesigen hellen Kerze hier. Naja. Zumindest hier die Lampe. Jetzt hatte ich hier noch eine zweite Kerze auch da oben. Die selbstgemachte ist echt richtig hell. Na gut. Wir können jetzt verschiedenste Sachen machen. Hier so einen dunklen Stuhl. Okay. Lila Vorhänge. Da brauche ich Kohlpulver, Uhr und der Kristallsplitter und Asche. Kohlpulver. Dreckiges Gerät. Siehst du, da habe ich schon einen Plan gehabt. Da brauche ich einen Eiskristall für. Puh, ja, hier ein Bücherregal. Von Pech habe ich auch nicht. Aber hier gibt es mehrere dreckige Geräte, oder wie? Nee, das ist ein anderes. Hä? Das braucht Kupfer und das Stein und Eisen. Aha, es gibt mehrere dreieckige Geräte. Ach, hier ist der Mond, Diamant, Spiegel mit Asche, Glas, Kohl, Pulver und Leim. Okay. Und die Couch könnte ich noch fast machen mit Pusteblumenbrettern. Wo stelle ich die hin? Ich habe keinen Platz. Ich habe keinen Platz. Und eine Fledermaus stofft hier. Okay. Dunkler Beistelltisch. Sehr bedrohlich. Wer möchte einen bedrohlichen Beistelltisch? Ich weiß nicht. Bäriger Schrank. Pilzpulver. Weiß ich auch noch nicht, wie man das macht. Lila Bett. Ich habe zwar Mörser, aber ich kann keinen. Ich habe auch noch nie Pilze gefunden, ganz ehrlich gesagt. Das war auch ein Rätsel. Gut, gehen wir mal ins Bett. Flupp. Njam, njam, njam. So. Was mache ich jetzt mit diesen komischen Sternen? Keine Ahnung. Die tun wir auf jeden Fall erstmal weg. Das ist jedenfalls was anderes als das hier. Sternkristall. Mhm. Okay. Auf da mal was Neues. So, die Butter können wir mal wegsortieren hier. Zucker, Mehl, Eier habe ich, glaube ich, im Kühlschrank, den wir geklaut haben hier. Zack, genau. Mehl haben wir hier nicht drin. Dann tun wir die Erdbeeren einmal vor, sie verderben. Ne? Wollen wir nicht. Gucken wir hier, vielleicht retten wir die auch erstmal. Die eine Mondblume, Blüte, Mondblütenblume, die wir da haben, wie auch immer. Kristalle haben wir auch reichlich. Ich könnte nochmal Honig machen. Den können wir wahrscheinlich auch gut verkaufen. Dann sollen wir nochmal hier Zeug machen. Wie heißt das? Süppchen, Brennnesselsuppe. Da fehlt uns ein Brennnesselblatt noch. Ich habe so viel. 4 Brennnesselblätter. Wo muss ich noch mehr haben? Ich hatte irgendwo mal mehr Brennnessel. Hier können wir das. Salat. Uff, das sind immer viel zu viele Sachen, was man da immer findet. Die 1 Million verschiedensten Zutaten immer unter einen Hut bringen. Oh, ach du grüne Leute. Hier haben wir auch schon wieder verschiedenste Sachen. Bernstein. Aus dem Honigkristall. Keine Ahnung, was man damit macht. Komm, wir machen erstmal den Honig in unserem Rührapparat hier. Wenn wir den mal treffen. Plopp. Fertig. So, wunderbar. Und habe ich hier noch? Nee. Hier keine Brennnesseln mehr irgendwo? Nö. Ach, die ich alle aus. Ist ja eine Schande. So, guck mal hier nochmal. Nee, das ist anderes Grünzeug. Ach, ich habe Schnittlauch. Okay. Ah. Sternenbrisenblatt. Braucht man dann auch für irgendwas? Okay. Ja, reines Herz kann man da rein sortieren. Brennnesselblüten. Haben wir ja. Können wir verkaufen wahrscheinlich, denke ich. Ja, dann ist doof. Und wie? Kalkstein habe ich auch ganz, ganz viel jetzt. Was kann ich damit machen? Hier irgendwas Neues? Kalksteinpfeiler oder irgend sowas? Sehe ich jetzt so nicht.
Und ich kann kein Pulver machen, weil da habe ich kein Rezept für. Und man braucht dafür nochmal ein extra Werkzeug. Kann natürlich auch sein. Gott, nochmal. Nee, das ist alles. Ich habe ja auch alles freigeschaltet. Also hier im Rührgerät macht man nichts. Und am Mörser. Da gibt es noch so Sachen, aber ich habe die Rezepte nicht dafür. Das heißt, muss noch irgendwo Rezepte finden. Dann kann ich das erst hier machen. Uff, naja. Das war was. So. Uff, sagt ihr mal auf, wenn sie durch die Tür geht. Ist das so anstrengend? Hey, Schneckchen. So, und du auch. Oh, huha, jo. So. Habe ich noch irgendwo eigentlich Brennnesseln? Bist du? Nee. Jetzt würdest du Aua sagen. Das ist Löwenzahn. Ah, wächst schon. Ich glaube, Brennnessel habe ich gar keine mehr. Mist. Kann man ja auch nicht pflanzen, oder? Hatte ich das schon mal? Samen? Doch. Hatte ich schon mal. Bin schwach daran erinnern. Aber ob ich die nochmal irgendwo auftreibe. Hier wächst auch alles. Das ist echt cool mit diesem klingenden Blümchen, finde ich. Das haben sie schön gemacht. Also, die haben schon ein paar gute Ideen hier im Spiel, nur leider technisch umgesetzt. Ist es nicht ganz so geil alles? Okay, vor allem mit den ganzen Bugs. Aber gut, ich brauche noch. Hat er das gesehen? Ihr habt ja gerade hier gefuttert. Wie viel sind denn das jetzt hier? Alter! Ich jetzt nicht sämtliche Schnecken der Gegend durchfüttern. Sieht so aus. Au! Dann gibt's Mohnsamen schotern. Plopp. Okay, so Schnäckchen. Macht euch mal wieder weg hier. Seid eigentlich schön satt, ne? So. Irgendwas kann man noch mit diesem Mohnsamen nochmal machen. Wo war das hier? Hier, ne? Nee, wo? Was? Hier hat doch Mohnsamen schoten. Mach halt. Jetzt haben wir 10 Mohnsamen dadurch. Aha. Hier durch. Okay, räume ich den Kuchen am Arm? Naja. Ist ja nicht so schlimm, Kuchen am Arm. Besser als auf dem Teppich. So. Könnte ich hier nochmal eine kleine Mohnplantage machen? Mohn, Mohn, Mohn. Mohn schön, finde ich. So, müssen wir einen schönen Platz dafür finden. Dass man das auch sieht von so weitem. Und wir machen das hier. So. Kann ich auch nochmal setzen. Ist hier noch eine Lücke? So, da. Ja, gut. Gieß mir hier mal. Sowieso. Komm hier nicht raus. So. Zack. Und dann könnte man hier auch. Ihr habt alle Wasser, ne? Gießen trotzdem mal. So, auch du, mein Freund, der Baum. So, die auch. Ach, das ist unser Kaninchen wieder. Hallöchen. Knuff, knuff. Okay. So, ich brauche aber eigentlich nicht schon wieder Schnecken. Ich brauche Brennnesseln, Freunde. Brennnesseln. So, dann machen wir hier nochmal Erde hin, wo wir jetzt unsere kleine Mohnplantage gemacht haben. Und wieder nicht drüber. Mit den Zaun kannst du einfach nicht springen. Nee, das verstehe ich nicht. Komm, so. Hier können wir auch. So, zack. Hab hier noch nie gegossen. Oh, die Schneckchen, jetzt bist du auch nass. Naja, Kollateralschaden. Wenn du hier schon rumschneckst, dann wirst du auch nass. Mein Gott, sind das viele, ey. Oh, so. Die Rose wächst leider so ein bisschen hier kreuz und quer. Naja. Was soll's. Hier sind die anderen Mondinger. Hier. Eine Knolle.
Gut, so, da kommen wir zumindest rüber. Der Baum hier, Wasser, zack. So. Was haben wir hier noch? Hier mit Klee. Ja, gut, wir sind hier auch am. Ah, hier haben wir nochmal Brennnessel. Und Klee. Aber, ja. Okay, was ist hier? Ups, Lavendelsamen. Okay, warum sind die hier rumgeflogen? Die haben wir letztes Mal nicht eingesammelt oder was? Ah, Minze. Okay. Minze. So, was haben wir hier noch? Hajo! Aua, nee, die sind stark für uns. Das ist Kamille. Autsch, das geht auch nicht. Hier haben wir nochmal was. Lavendel. Ah, Steine kriegen wir hier. So. Lustig. Uah! Was war das für ein Geräusch? Okay. Die Tür ist dazu geknallt. Hä? Bin ich vorher schon so geleuchtet? Aha, okay. Da ist unten dran im Wasser. Wo kommen wir denn da dran? Hä? Was ist das hier? Uff. Uff. Ah, Salzkristall. Aha. Was zu sagen hat, dass die jetzt alle leuchten? Hm. Dann die jetzt vielleicht alle nach der Reihenfolge berühren oder wie sowas? Kann natürlich auch was sein. Wie kommt man da rüben? Da drüben rüber? Rüben drüber? Puh, vielleicht beim Hexenwesen. Kann ich da hinschwimmen? Wow! Platsch! Oh, hier wie ein Haifisch. Guck dir das an. Hä? Kann ich den hier bauen? 100 Bretter. Da unten ist was, ja, tatsächlich. Da ist irgendwas im Wasser. Ja, okay. So, paddel, paddel. Können wir tauchen? Vielleicht kann man das nur berühren, wenn das Wasser hier abgelaufen ist oder so. Da kommen wir, glaube ich, nicht da oben. Das ist der andere Ausgang. Ja. Das Schiff. Ah, kommt man da hin? Wir paddeln hier mal schön munter rum. Wir haben ja ein wasserfestes Röckchen an. Hier ist ja auch noch so ein Ding. Hoch, mitten im Wasser. Sehr geheimnisvoll. Ich bin hier vom Lichtstrahl geschossen. Kann man hoch? Was ist das denn? Sammeln? Lila Pfauenwurzel. Okay. Aha, oh, die Truhe. Was? Karob. Samen. Hier war ich noch nie, oder? Bin ich hier noch nie lang geschwommen? Scheint. Schattenchili. Okay. Crazy. Ja, Schattenchili, warum nicht? Oh, komm ich irgendwie weiter? Schattenchili. Nee, das ist. Komm nicht weiter. Ja, okay. Sowas. Karob. Lila Pfauenwurzel. Seine Augen beobachten dich. Was? Okay. Schattenchili, Minze. Okay. Ja. Ist ja noch sowas, wo man anlegen kann hier. Ich muss eigentlich ein Boot bauen.
Bötchen bräuchten wir. Ein kleines Paddelboot. Also nicht wie so ein Dackel hier durchs Wasser. Das könnte man hier in Land, aber täuscht wahrscheinlich, oder? Uah! Das ist wahrscheinlich nicht vorgesehen, dass man hier aus dem Wasser geht, vermutlich. Die bewegt sich so komisch. Man weiß ja nie, was ist das hier? Eine Insel? Ist hier durchbuddeln? Nee. Boah, ich dachte gerade, wir hängen hier fest. Den Rest des Spiels. Okay. Also da kommt es mitten aus dem Wasser, da kommt es mitten aus dem Wasser. Hm. Merkwürdig. Das Rätsel von dieser Höhle müssen wir noch irgendwie lösen. Glaub, dann kommen wir erst hier wirklich weiter. Von diese Fledermäuse da hinten, dieses Glitzern. Hm, wo kommt man da hin? Ups. Ups. Ja, man könnte vielleicht hier rüber irgendwie. Ja, da hat so kurze Beine. Ich kann nicht richtig springen hier. So. Dann stürzt sie wieder ab. Mist. Oh, Herrgott, nochmal. Das ist jetzt so hakelig hier. Ich glaube auch nicht, dass das ein offizieller Weg ist. Dafür ist das hier viel zu schlecht gemacht, oder du sollst hier eben nicht rumhüpfen. Aber wir können es ja trotzdem versuchen. So, mein Wille ist auch eine Hexe. So. Nee. Autsch. Komm da überhaupt nicht rüber. Blödes Spiel, du willst das einfach nicht. Das ist gemein. Nee. Ja gut, dann müssen wir irgendwie einen Weg finden. Tja, so irgendwie muss man da hinkommen, aber gut. Frage ist wie. So, ist das hier nochmal? Autsch. Nee, geht nicht. Nee, okay. Ja, die Fledermäuse. Gar nicht gesehen. Die eigentlich noch irgendwas von hier so rumlaufen? Nee. Hm. Also wenn du hier irgendwie einen Gleiter hättest, kannst du doch rüberfliegen. Einfach so wupp. Hm. Also brauchen wir da vielleicht den Besen. Aber ich weiß ja nicht, wann man hier in dem Spiel einen Besen kriegt. Was man dafür alles machen muss. Tja, okay. Hm. Zwei Sachen sind unter Wasser. Eins oder zwei sind auf einer Ebene, wo ich nicht hinkomme. Dann mal. Da hinten ist da auch noch. Da wo dieses Geriffelte da oben ist. Da kommen wir über die Brücke. Bin ich da schon drüber gelaufen? Ist auch noch so eins. Das habe ich gleich berührt. Gucken wir nochmal. Ah, Eisen ist das.
Ja, das hat man auch berührt, genau. Sieht aus, als könnte man hier auf die andere Seite. Kann ich ihn da abbauen? Warum sagt ihr mir das immer? Bauen? Weil ich will auf der anderen Seite was ist und abbauen kann? Das ist komisch gemacht. Ich sag dir mal abbauen. Komisch. Was ist denn dahinter? Was? Was ist da auf jeden Fall? Kann's nicht so sehen. Das hier zerstören irgendwie? Keine Ahnung. Schwer zu sagen. Oder da unten sagen wir mal abbauen können. Keine Ahnung. Man sieht es ja nicht. Ich meine, tauchen kann ich ja nicht. Ne? Irgendwie hier. Komisch. Abbauen. Arme Hexe hier. Nee, das ist alles hier. Schwierig. Können wir nichts machen. Nee, gut. Okay. Ja, komm. Hier an Land. Ups, ups. Okay. Oh, das ist fast wieder ins Wasser gefallen. Keine Ahnung, was wir da machen müssen. Da ist auch noch so was. Habe ich das schon berührt? Nee, ich glaube nicht. Denkt wahrscheinlich auch nichts. Sollte die alle pling pling machen? Hier ist auch noch so ein Teil. Was ist denn jetzt? Ich frage mich, ob ich den Schlüssel für den noch hier verwenden kann. Versuche den Abfluss in der Mine zu öffnen. Es hat geklappt. Es ist was passiert. Das Wasser läuft ab. Ich frage mich, ob es etwas mit dem verschmutzten Fluss in der Stadt zu tun hat. Vielleicht kann ich ihn reinigen. Weiter geht's! Was habe ich denn jetzt gemacht? Okay. Das Wasser läuft ab hier. Ich habe Energie, ja. Das ist ein Ding. Hier irgendwann freigelegt. Abbauen. Das sagt er hier auch schon wieder. Ich kann hier rumlaufen. Vorher konnte ich nur schwimmen. Okay. Das ist ja crazy. Was hat das jetzt bewirkt? Ich habe wieder Wasser abgelassen. Ja, okay. Ich kann hier zu Fuß über das Wasser laufen. Ja. Mal, ich glaube da hinten hat sich jetzt hier was. Das war da vorher und dann unter Wasser oder nicht? Soll ich da hin? Da ist eine Truhe. Da ist eine Truhe. Ah, komm da mal nicht hin. Ja. Wieso kann ich hier nicht an Land? Dann kann ich doch tauchen. Wo ist sie denn jetzt? Okay, da unten. Tauch wieder auf. Oh Gott. Ich habe Angst, gleich passiert irgendwas und das kackt mir alles ab, das Programm. Ach, guck mal an. Das war vorher nicht. Das kann ich abbauen. Wahrscheinlich hat er das immer von oben auch angezeigt. Aha. Bin ich denn hier jetzt? Ah, das ist hier das. Komm ich da hin? Na? So? So, Hammer.
man das auch abbauen irgendwie? Jo. Plopsch, hat ihm ins Wasser gefallen, aber egal. Was ist da jetzt? Das ist ja jetzt nicht mehr unter Wasser. Ha. Okay, wir haben gerade das Wasser abgelassen hier. Sehr interessant. Eigentlich durch puren Zufall. Ich dachte, lauft da auch nochmal hin. Ja, da bin ich aber jetzt platt. Da hinten ist, glaube ich. Ich kann da hinten jetzt hin, oder? Ich habe noch eine. Ah, das war das, was man reparieren konnte, von oben gesehen. Aha, okay. Kann man hier rüber latschen. So kommt man hier rüber. Ah, okay. Was ist hier? Was ist das? Kirschkerne? Na sowas. Uff, uff. Hier weiter nach oben. Okay. Was ist das hier? Aha, kann ich mit der Axt durch. Aktivieren? Was mache ich da? Okay. Ja, ich war's. Ich geb's so. Okay. Ja, warum nicht, ne? Wir haben jetzt gerade mal das komplette Wasser hier abgelassen. Braucht nicht keiner. Noch überbewertet. Yippie! Das können wir dann auch berühren. Ich hab's berührt. Oh mein Gott, ich hab das Licht berührt. Okay. Kann ich hier rüber? Ist ja merkwürdig. Okay. Hier irgendwas machen? Hm. Crazy. Okay. Wir dürften jetzt eigentlich alle Punkte, die bisher unter Wasser waren, über Wasser sein. Obwohl doch immer noch Wasser da ist. Ist ja nicht ganz abgelaufen. Ja, das hier ein Ding. Da ist noch ein Punkt, der ist noch unter Wasser. Okay. Ah, nee, das hat ich gesagt, sorry. Upfer. Ah, ja. Das ist noch unter Wasser. Also man kann also noch mehr Wasser ablassen. Das war noch nicht das Maximum. Hier ist aber sehr viel Kristallzeug. So, wo bin ich jetzt hier, sag mal? Klüm. Das hier? Eisen. Mhm. Stalle. Stalle. Hm. Okay, ja, da haben wir mal richtig schön etwas abgelassen hier. Das ist ja ein Ding. Gut. Was immer uns das jetzt alles hier gebracht hat. Hier weiter nach oben. Und hier sind wir jetzt. Okay. Da war ich noch nicht, ne? Boah, wie hoch das jetzt ist hier. Verrückt. Hm. Ja, das hat mich berührt. Das hier ist jetzt hier komplett hochgefahren. Okay. Ah. Warte mal, dann könnten wir eigentlich da rüber. Okay.
Über diese Brücken, oder? Okay. Das war ein bisschen riskant jetzt. Mit 100 Brettern könnt ihr diese Brücke instand setzen. Wer da drüben? Ich brauche Bretter, Freunde. Bretter. Komme ich jetzt hier wieder zurück, um die Kanten Hals zu brechen? Da, ne, oder? Komme ich hier lang? Da ist hier Zeug im Weg, Mensch. So, hier komme ich hoch. Hier kann ich die Leiter mal nutzen. So, Mann, das war jetzt hier ein Abenteuer. Ganz zufällig. Einfach mal ein paar Schalter gedrückt und dann. Okay, den habe ich glaube ich noch nicht berührt, oder? Interessant. Also wir haben noch eine Stufe Wasser, glaube ich, die man ablassen kann. Und das ist wahrscheinlich da drüben der Schalter. Also wir brauchen 100 Holz. Oh je, da müssen wir viele Bäume fällen. So, hier sind wir jetzt. Okay. Hier, irgendwas so. Wir haben ja jetzt kein Artefakt gefunden, ne? Okay. Dann haben wir jetzt hier nichts, aber auch. Vielleicht finden wir das Artefakt, wenn wir das komplette Wasser abgelassen haben. Okay. Muss ja irgendeinen Sinn haben, das Ganze. Es dauert immer noch, bis wir genug Geld haben für Schneckenhäuschen. Aber gut. Eisenerz bringt eigentlich auch ganz gut Geld. Gut, Kompost. Okay, komm, dann verkaufen wir ihn hier weiter. Und dann noch Kupfererz haben wir auch noch. Ich glaube, da finden wir da unten genug. Wurscht. So. Das behalte ich lieber mal. Samen haben wir noch ganz viel bekommen. Ich hätte noch hier Sand. Genau, den kann man auch noch mal verticken. Gut, da muss ich mal gucken, dass wir hier reichlich Zeug verkaufen können. Damit wir hier weiterkommen und unseren Schnecken ein neues Zuhause bieten können. Und dann gucken wir mal, wie es hier weitergeht. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier ordentlich Wasser abgelassen. Aber hier scheint es jedenfalls keine Auswirkungen zu haben, weil ich habe immer noch genug. Also, keine Ahnung, ob das irgendwas jetzt bewirkt hat mit dem Wasser. Müsste eigentlich auch irgendwelche Einflüsse auf die Umwelt haben, wenn wir hier den Wasserlevel vielleicht da ablassen. Keine Ahnung. Hier oben war noch dieser Spa, oder nicht? Ob das eine Auswirkung auf den irgendwie hat? Und mir sprudelt das Wasser auch noch, hier auch. Scheint keinen Unterschied zu machen. Also hier haben wir auch immer noch dieses violette Wasser hier. Hier für ein Weib, ja. Für, was für ein Weib? Was weiß ich. Was soll man den jetzt schenken hier? Weiß ich, keine Ahnung. Vibes für Samen. Vielleicht Feentau? Plus 10. Ja, das war der Burner. Gut, dann können wir hier raus. Da gibt es nichts Neues. Wasser ist noch da. Gut, würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Mal gucken, was wir da entdecken. Würde ich mal sagen, bye bye.